Liebe Studierende, herzlich willkommen zur dritten Episode, dem Interview. In dieser vierten Lerneinheit wollen wir uns mit einer zweigeteilten Welt der Demografie befassen. Sie werden schon sehen, wenn Sie sich die Struktur der Veranstaltung anschauen, dass es zwei Teile gibt. Jetzt schauen wir uns den ersten Teil dazu an. In den Vortragsepisoden ging es zum einen um die Entwicklungsdemografie und zum anderen um die demografischen Übergänge. Und die beiden Bereiche wollen wir nochmal aufgreifen und die ein oder andere Frage beantworten. Herr Reiterer, gerade bei der Entwicklungsdemografie fand ich es unglaublich spannend, Ihren Einblicken in die Entwicklungsländer, und ganz besonders haben Sie ja Äthiopien hervorgehoben, das auch wirklich mal mit Zahlen belegt und vorgestellt zu bekommen. Das sind ja Informationen, die ich sonst so in meinem Alltagsleben auch beispielsweise über die Medienberichterstattung nicht wahrnehme. Ich merke, dass das auf großes Interesse stoßt. Ich bin beispielsweise angesprochen worden, Ähnliches zu Burkina Faso, auch ein sehr schlecht entwickeltes Land, zu machen. Für mich war allerdings Äthiopien in diesem Fall nur das Musterbeispiel eines schlecht entwickelten Landes, das in diesem Sinn als ein Beispiel für eine ganze Kategorie gestanden ist. Ja, was ich für mich so mit rausgenommen habe zu diesen schlechtest entwickelten Ländern, ist, dass sie sich ja in einer quasi doppelten Entwicklungsfalle, so haben sie es, glaube ich, genannt, befinden. Das heißt, sie haben eine extrem ansteigende Bevölkerungsanzahl, Anzahl an Bevölkerung. Die investieren sehr stark in Bildung und gleichzeitig fehlt aber das Geld, um auch in die Wirtschaft, in die wirtschaftliche Entwicklung des Landes zu investieren. Man muss zu Äthiopien sagen, glücklicherweise investieren die in Bildung. Denn es gibt andere unter den schlechtest entwickelten Ländern, die keineswegs sich so stark um die Entwicklung von Bildung, um die Entwicklung ihres Potenzials, ihres Menschenpotenzials kümmern. Aber Faktum ist, es geht hier eine derartig große Menge an Ressourcen in diesen Bereich hinein, dass von diesen geringen Ressourcen, die ich versucht habe, mit dem Pro-Kopf-Vergleich zwischen Äthiopien und Deutschland zu illustrieren, dass von den geringen Ressourcen praktisch nichts mehr für Investitionen übrig bleibt. Und der wesentliche Punkt dabei ist, das ist auch nur in bestimmten Ausmaß von außen zuzuführen. Das Problem besteht in diesem Fall also darin, es muss also gewissermaßen eine schlechte Wahl getroffen werden. Entweder macht man es nicht, das ist sicher die schlechteste Wahl, oder man ist sehr froh, und die meisten Regierungen von Entwicklungsländern sind sehr froh, wenn es Direktinvestitionen gibt, denn dann haben sie wenigstens den Aufbau einer Industrie, den Aufbau einer Wirtschaft, auch wenn sie dann auf repatriierte Gewinne wiederum verzichten müssen. Ja. Wenn also ein Teil der Früchte dieser Entwicklung wiederum abfließt. Im Hinblick auf die Bevölkerungsentwicklung hatten Sie auch hervorgehoben, dass die Bildung von Frauen, die Grundbildung und auch die Ausbildung von Frauen, dass dem eine besondere Bedeutung zukommt, weil die Frauen diejenigen sind, die Kinder kriegen. Und gleichzeitig haben Sie darauf hingewiesen, dass es unter Umständen für die Frauen sehr schwierig ist, da auch selbstbestimmt über ihre Fruchtbarkeit, über die Anzahl der Kinder zu bestimmen, wenn der kulturelle Background so ist, dass der Mann sich mit sehr vielen Kindern aufgewertet fühlt. Da beißt sich doch dann die Katze auch in den Schwanz, oder? Das ist ein ganz wichtiges Problem, und es wird nicht umsonst als ein Zentralproblem der Entwicklungspolitik überhaupt betrachtet. Man spricht im Englischen, und es gibt leider Gottes keine besonders gute deutsche Übersetzung, man spricht im Englischen von Empowerment of Women. Und die deutsche Übersetzung, die man vielleicht mit Befähigung machen sollte, gibt nicht die Breite des englischen Ausdrucks wieder. Denn Empowerment heißt auf der einen Seite bessere formale Bildung, dass Mädchen überhaupt zur Schule geschickt werden. Bessere Bildung in einem umfassenderen Sinn und schließlich auch eine Änderung der Unterwürfigkeit, die oft genug vorhanden ist, nicht immer. Wir sollen also die Frauen der dritten Welt nicht nur als Opfer unter ihren Männern sehen, aber doch der Unterwürfigkeit unter ein bestimmtes Rollenbild von Frau, das in starkem Maß ein Hindernis für die Selbstbestimmung dieser Frauen und
in diesem Sinn auch für die Gesamtentwicklung der Volkswirtschaft dann darstellt. Das kann man sich ja ein Stück weit so vorstellen, dass die Mädchen, dass die Frauen sehr früh verheiratet werden und auch sehr früh dann viele Kinder kriegen. Das heißt, es fehlt der Frau an einer Grundausbildung, an einer beruflichen Ausbildung und damit ist es ja auch schwierig, im weiteren Leben qualifiziertere Jobs beispielsweise auszuführen. Es ist nicht zuletzt die Stellung der Frau auch gegenüber dem Mann. Das ist ein wichtiger Punkt, der übrigens für unsere eigene Vergangenheit auch gegolten hat. Mach mal einen Schritt mal dorthin. In bürgerlichen Familien des 19. Jahrhunderts war es nicht selten so, dass der Mann zuerst mal geschaut hat, dass er sich irgendwie etabliert, dann war er inzwischen 35 oder 38 Jahre alt und dann hat er sich um eine junge, hübsche Frau umgesehen, die vielleicht dann 18 Jahre war. Was ist denn das für ein Verhältnis? Das ist ein Erwachsenen-Kind-Verhältnis in Wirklichkeit. Und ähnliche Machtgefälle gibt es immer wiederum auch in Entwicklungsländern. Das ist der eigentliche Punkt, wo dann unter Umständen selbst die technische Verfügbarkeit beispielsweise von Verhütungsmitteln scheitern könnte. Wenn der Mann, der tatsächlich der Stärkere dann in der Familie ist, beschließt, ich will noch Kinder haben, und die Frau bringt keine Kinder mehr, weil sie vielleicht doch in irgendeiner Form Empfängnisverhütung betreibt, ohne dass der Mann es merkt, dann werden sie möglicherweise nicht allzu lange verheiratet bleiben oder zusammenleben. Hier wird also die Frau entscheiden müssen, was macht sie? Und das ist eines der Hauptprobleme schlechthin. Wir das hat ja auch was mit der Akzeptanz von Geburten, Kontrolle von Geburtenplanung zu tun. Das hat mit der Akzeptanz enorm viel zu tun, mit der Akzeptanz einerseits von Seiten der Frau, die ja auch nicht automatisch gegeben ist, und mit der Akzeptanz von Seiten des Mannes. Wir sollten nur bei solchen Überlegungen auch nicht vergessen, dass die Probleme oft sehr viel trivialer sind und sehr viel früher ansetzen, nämlich mit der Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln, und zwar unterschiedlicher Natur. Wir sind auch immer wieder auf China zu sprechen gekommen. Da wird ja sehr massiv seit knapp 30 Jahren die Ein-Kind-Politik vertreten. Sie hatten da auch schon erwähnt, also für den Aufwand, der dort betrieben wird, geht die Fruchtbarkeit nur sehr gering, vergleichsweise gering nach unten. Und auch da stellt sich die Frage, wie wird das denn da wirklich geregelt? Gibt es dann umsonst die Pille für alle? Gibt es andere Restriktionen, um Frauen, Familien, Männer und Frauen dazu zu bewegen, weniger Kinder zu bekommen? Die Chinesen haben das über zwei sehr traditionelle Mittel zu einem Großteil jedenfalls gemacht. Sie haben, und das war schon die Mao-Zeit, also das war schon die Vor-Deng-Zeit, sie haben eine rigide Sexualmoral versucht durchzusetzen und mit einem gewissen Erfolg auch durchgesetzt. Und die hat gesagt, also Sexualbeziehungen außerhalb der Ehe sollen möglichst nicht vorkommen und vor allem dürfen nicht vorkommen uneheliche Kinder. Das war der eine Punkt. Das war im Grunde genommen bislang wäre kein großes Problem gewesen, aber das war gleichzeitig mit einem zweiten Prozess gekoppelt und der hat für China eine Revolution bedeutet, und zwar eine Revolution nicht unbedingt auch immer zum Besseren. Das heißt, China gehört zu jener Kategorie von Familien, wo die Geschlechtsreife bei der Frau eintritt und sehr bald danach, fast unmittelbar danach, wird das Mädchen verheiratet. Das heißt, es wird dann geheiratet mit 15, mit 16 oder so um diese Zeit herum. Die neue chinesische Führung, schon zur Mao-Zeit, aber dann verstärkt in der Deng Xiaoping-Zeit, hat versucht, und zwar mit ziemlichem Erfolg versucht, das Heiratsalter massiv in die Höhe zu setzen und gesagt, na, ihr dürft aber erst heiraten, wenn ihr 27 oder 28 oder was immer seid. Das heißt also nicht nur um 5 Jahre, sondern unter Umständen um 10 Jahre hinaufgesetzt. Und das gekoppelt eben mit der rigiden Sexualmoral. Das war im Grunde genommen eigentlich auch das Mittel der frühneuzeitlichen Geburtenregelung in Europa. Ja. Allerdings nicht im selben Ausmaß mit Gewalt durchgesetzt und nicht gegen eine Tradition, die etwas ganz anderes besagt hat. Ist es denkbar, diese Praktiken auch für die Entwicklungsländer zu übersetzen, zu sagen, so Mädels, ihr werdet jetzt nicht mit 13, 14 verheiratet, sondern erst mit
25, das sind ja 10 Jahre Fruchtbarkeit einer Frau, ja, in der dann unter Umständen keine Kinder geboren werden. Es ist ein Ziel und es wird auch versucht, tatsächlich durchzusetzen. Die Frage in diesem Fall ist immer, mit welchen Mitteln durchsetzen. Ja. Das beste Beispiel ist Indien, die indische Demokratie, mit allen ihren Schwächen doch eine Vorzeigeinstitution der politischen Entwicklung insgesamt. Die indische Demokratie ist an dieser Frage beinahe zugrunde gegangen. Ja. Als in den 70er Jahren Indira Gandhi und ihr Sohn versucht haben, mit Gewalt Geburtenkontrolle gewissermaßen nach chinesischem Muster durchzusetzen, hat Indira Gandhi in der Folge den Ausnahmezustand verhängt und wurde dann, nachdem sie sich doch zu Wahlen entschlossen hat, abgewählt. Ja. Und das war eigentlich die Rettung, möchte ich fast sagen, der indischen Demokratie. Sie sehen also, welche weittragende Folgen eine solche zugegebenermaßen auch grundlegende demografische Frage haben kann. Also es ist ein sehr brenzliches Thema, es ist ein sehr brisantes Thema auch für die Entwicklungsländer und es ist ein sehr langfristiger Prozess. Das ist so das, was ich da jetzt mit raushöre. Und das Problem ist eben unter anderem auch die Langfristigkeit, denn Demografie ist ein Prozess, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg erstreckt und wo die Richtung nicht leicht zu ändern ist. In vielen politischen Fragen ist die Richtung nicht leicht zu ändern. Am leichtesten ändert man noch die politischen Institutionen selbst. Die Wirtschaft, ja, sicher, ja. Die Wirtschaft ist schon wesentlich schwieriger. Das haben die Osteuropäer zu ihren Leidwesen erfahren müssen. Die parlamentarische Demokratie hatte man bald eingeführt. Was dann kam, das war wesentlich schwieriger und war wesentlich weniger erfolgreich. Und Demografie gehört zu den langfristigsten Prozessen und Abläufen. Das ändert man nicht von einem Jahr auf das andere und auch nicht von einem Jahrzehnt auf das andere. Was ich mir zu den Entwicklungsländern jetzt noch rausgeschrieben habe, ist, dass Bevölkerungsentwicklung verschoben und komprimiert stattfindet, so wie sie in Zeiten der Industrialisierung hier bei uns in Europa stattgefunden hat. Dass man das jetzt sagt, so, ne, jetzt stauchen wir das, jetzt sehen wir zu, dass wir in kürzester Zeit, ich glaube, Sie hatten gesagt, bei uns waren es 3 Generationen, in den Entwicklungsländern versucht man es jetzt mit einer Generation Geburtenkontrolle und da diese Bevölkerungsentwicklung zu regulieren. Das kann doch, das funktioniert doch nicht. Naja, es funktioniert zur Hälfte, aber es gibt Probleme noch und noch, es gibt riesige Probleme. Erstens, das Hauptproblem ist einmal, dass die Entwicklung selbst mal initiiert werden muss und zusammengeschoben werden muss. Das zweite Problem ist, wenn das nicht passiert, dann wird die Besatzung unseres Raumschiffs Erde langsam wirklich sehr groß. Jetzt möchte ich sagen, es ist vielleicht nicht einmal in erster Linie die Frage der Nahrungsmittel. Das ist eine Frage der Verteilung. Ja. Aber es ist wirklich schwer vorzustellen, wie Menschen mit im Einzelnen manchmal auch begrenzten Ressourcen auf so engen Raum auch tatsächlich ohne dauernde Konflikte zusammenleben wollen. Sie haben ja auch das Beispiel mit Bangladesch angebracht, ne? die Unwetterextreme, die dafür sorgen, dass Menschen, die in Gebieten leben, die eigentlich nicht besiedelbar sind, dann massiv überschwemmt werden und auch zu Tausenden umkommen. Wir schauen ja von unserer Perspektive immer nur von außen. Sie als Bevölkerungsexperte nochmal mit einer ganz anderen Brille als ich jetzt als Westeuropäerin. Was mich noch interessieren würde an der Stelle ist, sind sich die Entwicklungsländer selber dieser Problematik bewusst? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, wie gewichten die Entwicklungsländer selber ihre Bevölkerungsentwicklung? Ist das das Problem oder ist es nur ein Problem neben vielen anderen? Wird beispielsweise die wirtschaftliche Entwicklung des Landes höher gestellt als jetzt die Bevölkerungsregulierung, sage ich jetzt mal? Die meisten Entwicklungsländer sind sich heute dieses Problems voll und ganz bewusst. Und die meisten versuchen daher, eine Eindämmung der Fruchtbarkeit als wesentliches politisches Ziel durchzuführen. Der Hintergrund ist tatsächlich allerdings, dass man sich auch bewusst wurde, wir werden unsere Wohlstandsentwicklung nicht so durchbringen können, wie wir möchten. Und die Wohlstandsentwicklung ist das Ziel Nummer eins, das Ziel absolut, das
hier steht, wenn wir auch nicht auch die Bevölkerung in den Griff bekommen. Insofern ist beides hundertprozentig miteinander verkoppelt. Die Frage, die sich dann stellt, ist eher, wie können wir Wohlstandsentwicklung erhalten und das, obwohl wir derartig viele Mittel derzeit in die Bevölkerungsentwicklung oder in das Einbremsen der Bevölkerungsentwicklung ja. oder auch in die Entwicklung der menschlichen Kapazitäten, der vielen neuen Menschen und ihrer Kapazitäten stecken müssen. Ja. Das ist das Problem, das den meisten Entwicklungsländern und ihren oft genug korrupten Eliten aber hundertprozentig ja. bewusst ist. Also da braucht man ihnen nichts erzählen. Wird dieses Ziel der Bevölkerungsverringerung, sage ich jetzt ganz direkt, auch der eigenen Bevölkerung gegenüber kommuniziert? Wird so klar gesagt, Leute, wir wollen in den nächsten Jahrzehnten die Geburtenrate reduzieren? In bestimmten Ausmaß schon. Also es wird, glaube ich, nicht drum herum geredet. Es wird durchaus auch versucht, in die Dörfer zu gehen, aufs Land zu gehen. In der Stadt ist das Problem ohnehin von einer ganz anderen, nicht unbedingt von einer geringeren Relevanz, aber von einer anderen Relevanz. Es wird wahrscheinlich, wenn es drauf ankommt und beispielsweise Politiker sehen, dass sie hier an zu große Widerstände stoßen, dann weichen sie zurück. Aber im Prinzip wird sehr stark versucht, das der Bevölkerung klarzumachen. Und auch nicht nur der Bevölkerung, sondern in diesem Fall, das dürfen wir nie vergessen, das ist mittlerweile ein internationales Problem höchsten Ausmaßes. Mhm. Hier sind nicht zuletzt die internationalen Organisationen eingeschaltet und verhältnismäßig erfolgreich eingeschaltet. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Denn nicht überall ist der Erfolg dieser internationalen Organisationen doch erkenntlich. Wir haben uns ja dann in der zweiten Episode mit den demografischen Übergängen befasst, mit dem ersten demografischen Übergang, der zu Zeiten der Industrialisierung stattgefunden hat, und mit dem zweiten demografischen Übergang, der nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Wenn wir jetzt die Brücke schlagen von den demografischen Übergängen hin zu den Entwicklungsländern, würden Sie sagen, dass für die Entwicklungsländer auch ein zweiter demografischer Übergang ansteht, also ein Übergang, in dem die Kinder stärker als Menschen und auch als Wert und als kleine Person, um die man sich kümmern muss, gesehen werden? Zuerst müssen Sie mal den ersten schaffen, denn die Entwicklungsländer stecken mindestens seit 30, 40 Jahren, je nach Land unterschiedlich, ja. im ersten demografischen Übergang drinnen. Und das Interessante ist ja, der nimmt diese Modellform, die ich vorgeführt habe, gerade in den Entwicklungsländern viel deutlicher und viel erkenntlicher an, als wenn man in die europäische Geschichte zurückgeht. Es wird kein Zufall sein, dass die beiden US-Amerikaner, die das entwickelt haben, das 1940 entwickelt mhm. haben, wo also bereits erste Ansätze dieser Entwicklung auch in den künftigen Entwicklungsländern abzusehen waren. Der zweite Übergang, wir dürfen eines nicht vergessen. Das Ganze ist doch in sehr starkem Ausmaß wiederum abhängig von der Wohlstandsentwicklung. Mhm. Und in den zweiten Übergang einzutreten, ohne dass man ein bestimmtes Mindestmaß an Wohlstand hat, ist aufgrund der Überlegungen schwer denkbar. Andererseits, und das scheint mir für die Demografie insgesamt auch sehr wichtig zu sein, andererseits ist es unbedingt zu erwarten, dass dieser Ablauf kommt. Nicht unbedingt immer in genau derselben Weise, wie es in Europa ist, aber diese Art von Regelmäßigkeiten, um nicht fast zu sagen Gesetzlichkeiten, zeigt, dass wir mit den Modellen nicht auf dem Holzweg sind, dass wir ja. hier das erwarten können, wenn es auch in mancherlei Weise nicht immer ganz so den Modellen entsprechen mag. Das ist klar, Modell ist immer eine stilisierte Form der Erkenntnis. Ja. Für mich lag beim Schauen der Vortragsepisode zu den demografischen Übergängen auch nahe, nochmal nachzufragen, wie es mit dem dritten Übergang aussieht. Wird es einen dritten Übergang geben? Befinden wir uns schon in einem dritten Übergang? Ich habe so ein bisschen im Hinterkopf veränderte Lebensziele, Karriere eher als Kinder nicht mehr als Selbstverständlichkeit. Reicht das schon, um einen dritten Übergang zu formulieren?
Ich muss vorerst einmal gestehen, dass dieser Ausdruck, der dritte Übergang, eine Erfindung von mir ist. Das heißt, der ist in der derzeitigen demografischen Debatte an sich noch nicht vorhanden. Und zwar deswegen, weil wir so sehr beschäftigt mit dem zweiten demografischen Übergang noch sind. Aber als Sozialwissenschaftler, die nicht nur rechnen, sondern die versuchen auch Ideen, wie zukünftige Gesellschaft vielleicht aussehen könnte, zu fassen, haben wir durchaus das Recht, solche Gedanken zu fassen und auch zu formulieren. Ich persönlich würde meinen, dass ein solcher dritter Übergang, so es ihn denn geben wird und so sich ein solcher Begriff durchsetzen sollte, tatsächlich in einzelnen Ländern erste Spuren zeigt. In Ländern, wo die Fruchtbarkeit wiederum angestiegen ist, wo tatsächlich auch die Möglichkeit gegeben ist, sich sowohl für Beruf wie auch für Kinder zu entscheiden und wo, das ist natürlich die Voraussetzung von vornherein, ein hohes Wohlstandsniveau gegeben ist, denn vergessen wir eines nicht, Postmaterialismus ist ein schöner Begriff, ja. Aber Postmaterialismus setzt immer voraus, dass eine gewisse Saturierung in materieller Hinsicht auch bereits eingetreten ist. Postmaterialismus kann erst eintreten, wenn Materialismus einmal Erfolg hatte. Ja. Wenn Demografie tatsächlich den Anspruch erhebt, eine Wissenschaft zu sein, dann ist es ihr Ziel, geradezu ihre Verpflichtung, solche Regelmäßigkeiten aufzudecken und auch zu erklären. Und das ist ein Punkt, auf den wir hier versuchen auch zu kommen. Ja, das heißt, in 20, 30 Jahren können wir dann rückblickend sagen, damals um 2010, 2013, 2015 können wir den dritten Übergang festmachen. Okay, ich kann nur sagen, Ihr Optimismus in Ehren. Ich hoffe, wir können das so. Das ist doch ein schönes Schlussstatement. Dankeschön, Herr Reiterer. Und ja. Wir werden sehen, ob wir den dritten Übergang auf unsere jetzige Zeit festlegen können oder doch noch ein bisschen warten müssen. Tschüss.